Servus Leute, Kapitän 90 hier wieder am Start und herzlich willkommen zu meiner 33. World to Commander Folge. Im Hintergrund seht ihr ein Gameplay im Modus Hardcore Abschluss bestätigt auf der Map Slums. Ich spiele mit der PDW und habe wieder dabei die Semtex Handgranaten, glaube ich. Perks habe ich mit Blindenüberwacher, weiß gar nicht, Plünderer oder flinke Hände, weiß ich natürlich wieder nicht, eins von den beiden auf jeden Fall, und Extrembedingungen. Aufsätze habe ich bei der PDW, den langen Lauf und schnell nachladen. Aber das Thema, über das ich heute sprechen wollte, ist eine Fußballlegende hängt nach 21 Jahren die Fußballschuhe an den Nagel. Ihr wisst natürlich jetzt schon bestimmt, von wem ich rede, und zwar David Beckham. David Beckham hat am 16. Mai, also gestern verkündet, dass er seine Karriere nach der Saison beenden wird. Und ich muss sagen, Beckham ist für mich einer der größten Fußballspieler, die jetzt im Moment noch spielen. Also was der Mann schon erreicht hat, da kann man eigentlich nur den Hut vorziehen. Für mich ist er noch eine lebende Legende. Viele sagen natürlich jetzt, ja, eine Legende ist er nicht, ist kein schlechter, aber jeder hat seine eigene Meinung dazu, und für mich ist David Beckham einfach noch eine lebende Legende. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen geschockt, als er gesagt hat, dass er aufhört, aber klar, er ist jetzt, glaube ich, 37, glaube ich, müsste er sein, weiß ich nicht. Und dann kommt man halt irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo man sagt, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, und für ihn ist jetzt halt der Zeitpunkt gekommen, um halt die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Und ich wollte heute mal auf seine Erfolge und seine Auszeichnungen gehen, also was er schon alles in seinem Leben gewonnen hat. Fangen wir an mit dem Weltpokal, hat er 99 gewonnen. In der Saison 98-99 hat er die Champions League gewonnen. Premier League hat er gewonnen 95, 96, 98, 99, 2000 und 2002. Ist er mit Manchester United Meister geworden. FA Cup Sieger ist er geworden 95 und 98. Dann Community Shield, weiß ich nicht, was das ist, ob das auch so ein Pokaldama war oder was, keine Ahnung, hat er gewonnen 93, 94, 96, 97 und 2003. Dann hat er 1992 den FA Jugendcup gewonnen. 2003 hat er Supercopa de España gewonnen. Spanischer Meister wurde er in der Saison 2006, 2007. Superliga Finalist war er 2007. Superliga Finalist war er 2007, so heißt das. Mein Gott. Dann hat er die MLS den MLS Cup gewonnen 2011, 2012. MLS Supporters Shield 2010, 2011. Dann MLS Western Conference 2009, 10 und 11. Und jetzt zuletzt mit Paris Saint-Germain wurde er halt französischer Fußballmeister. Kann man ihm eigentlich nur noch dazu nochmal herzlichen Glückwunsch sagen. Und jetzt bei Paris hat er ja, glaube ich, so gemacht, dass er das Geld, was er da verdient, das spendet er komplett. Und ich muss sagen, viele Fußballer würden das niemals machen. Mario Balotelli spendet die Hälfte seines Gehalts, was er bekommt. Und muss man sagen, viele sagen, Balotelli ist ein Arschloch, aber wer die Hälfte seines Gehalts schenkt, der das spendet, der kann einfach kein Arschloch sein, genauso wie Beckham kein Arschloch sein kann. Wenn er, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen der da verdient bei Paris, wenn er das alles spendet, da muss man einfach auch nochmal den Hut da, vor dieser Leistung ziehen. So, das waren jetzt seine Erfolge in seinem Verein. Jetzt kommen seine Auszeichnungen. 97 wurde er bester Nachwuchsspieler der Premier League. 99 wurde er Spieler des Jahres. Dann 99 wurde er nochmal Mittelfeldspieler des Jahres.
2001 wurde er Sportler des Jahres Großbritanniens. Dann 2004 Aufnahme in die FIFA 100, also die Top 100 Spieler der FIFA, wird er 2004 aufgenommen. Dann 2007 hat er den Sports Industry Award gewonnen. Für manche, ich sage jetzt das, für die, die nicht wissen, was das ist eine Auszeichnung für außergewöhnliche Leistungen für den britischen Sport. Ja, den Award hat er 2007 bekommen. 2010 wurde er Sportler des Jahres und 2010 hat er den BBC Sports Personality of the Year gewonnen. Ja, und ich meine, er hat ja einige Erfolge schon miterlebt und er hat auch natürlich schon für einige Vereine gespielt. Fangen wir mal an, von 92 bis 2003 war er bei Manchester United, hat da 265 Spiele gemacht, 62 Tore geschossen. 95 wurde er von United nach Preston North End ausgeliehen, hat da 5 Spiele gemacht und 2 Tore geschossen. Dann ist er von 2003 bis 2007 war er dann bei Madrid, hat da 116 Spiele gemacht und 13 Tore geschossen. Und dann ist er von 2007 bis 2012 zu Los Angeles Galaxy gewechselt, hat da 114 Spiele gemacht und 18 Tore geschossen. Und dann ist er ja ausgeliehen worden nach Mailand, hat da insgesamt 29 Spiele gemacht und zweimal getroffen. Ja, und jetzt zuletzt natürlich bei Paris hat er 8-mal gespielt, aber leider kein Tor gemacht. Nationalmannschaft hat er angefangen 92, 93 bei Englands U18, hat 3 Spiele gemacht, kein Tor. 94 bis 96 war er bei U21, hat 9 Spiele gemacht, auch leider da kein Tor gemacht. Und von 96 bis 2009 war er halt in der englischen Nationalmannschaft unterwegs, hat da 115 Spiele gemacht und 17 Tore geschossen. Und ja, also für wen das keine lebende Legende ist, weiß ich auch nicht. Wenn man jetzt alleine überlegt, allein die Freistöße, die er schießen konnte. Also es gibt kaum einen besseren Freistoß-Spezialisten als David Beckham. Also man muss einfach sagen, beim Freistoßschießen, der hat seinen Ball wie seine eigenen Kinder behandelt, muss man einfach so sagen. Also wenn man sieht, mit was für einem Gefühl die Freistöße geschossen hat, oder nicht nur die Freistöße, wie er auch so die Bälle, die Pässe gespielt hat, angenommen hat, also gefühlvoller oder mit mehr Leidenschaft geht das, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr. Und ist klar, jetzt am Ende in letzter Zeit, ist klar, er wird ja nicht jünger. Wenn er älter wird, ist klar, da macht der Körper das auch nicht mehr alles so mit und ist klar, dass da die Leistungen auch ein bisschen zurückrudern, aber trotzdem auch, wenn die Leistungen zurückgerudert sind, der hat trotzdem immer gezeigt, dass er Spaß am Fußball hat. Und also, wie gesagt, ich kann es nur noch mal wiederholen, Beckham ist für mich eine lebende Legende, wird auch immer eine Legende für mich bleiben. Und ich muss sagen, es hat mich wirklich schon geschockt, als er halt gesagt hat, dass er seine Karriere nach der Saison beendet. Aber mein Gott, für jeden kommt der Tag, wo es mit dem Fußballspielen aufhört. Aber trotzdem, ich wünsche ihm auf jeden Fall auf seinem weiteren Berufsweg. Ich weiß ja nicht, ob der jetzt irgendwas, also ich denke mal, er wird auf jeden Fall was mit Fußball machen. Auf dem Weg wünsche ich ihm auf jeden Fall alles Gute. Und ja, ich hoffe einfach, er bleibt sein weiteres Leben gesund und hat trotzdem noch an den Sachen Spaß, die er dann jetzt noch macht mit seiner Familie.
Und, also wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt nochmal, ich ziehe einfach den Hut vor David Beckham. So, das war Folge 33 der World Tour Commander Tour. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Kommentieren, bewerten nicht vergessen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin raus.